Mein erster Smart, den habe ich 1999 gekauft. Das war damals ein Diesel, ich glaube 45 PS stark. Mir war relativ schnell klar, dass dieses Auto sicherlich mehr kann. Ich habe ihn damals chiptunen lassen. Damit hatte das Auto ca. 50% mehr Leistung, machte richtig Spaß und wurde von mir von außen auch ein bisschen verändert, sodass er so einen leicht sportlichen Charakter kriegte. Dann gab es später einen Smart Brabus, den konnte ich mir damals nicht leisten. Aber wichtig ist, es gibt mittlerweile das Joint Venture zwischen Mercedes und Brabus, beziehungsweise zwischen Smart und Brabus seit 15 Jahren. Und in dieser Zeit sind sehr viele schöne Autos entstanden. Was genau, schauen wir uns jetzt an. Ich stehe jetzt hier zusammen mit Bodo Buschmann, dem Gründer von Brabus. Und ich habe eigentlich nur eine Frage. Wie kommt man, wenn man Brabus macht? Wenn ich an Brabus denke, denke ich an große, kräftige Autos. Wie kommt man auf die Idee, ausgerechnet einen Smart zu veredeln? Naja, wenn wir uns den anschauen, der sieht ja schon mal groß und kräftig aus. Ne? Damit haben wir angefangen. Nein, wir haben uns vor 15 Jahren, 15 Jahre gibt es jetzt unser Joint Venture, die Smart Brabus GmbH mit der Daimler AG, natürlich Gedanken gemacht, dass wir eben nicht nur 7, 8, 900 PS Autos bis zu unserem Lebensende verkaufen können, sondern es wie zum Beispiel bei urbaner Nutzweise auch durchaus andere Notwendigkeiten gibt, nämlich kleine Autos zu fahren, in denen auch zwei Menschen wie wir beide bequem Platz haben, zum Theater, zum Bier fahren können abends und überall problemlos einen Parkplatz finden. Das wollten wir aber tun in einem entsprechenden Ambiente, das heißt, Sie müssen sich wohlfühlen, es soll einen gewissen Luxus geben und das Auto soll auch einige Besonderheiten aufweisen, die Sie vielleicht von Ihrem großen Auto her kennen. Und das haben wir damit dargestellt. Das war also die Idee, dass wir sagen, wir brauchen nicht nur junge Leute, die als Kunden nachwachsen, sondern wir wollen auch den vorhandenen Kunden eine tolle, exklusive Mobilität in der Stadt bieten. Anlässlich der 15-jährigen Kooperation zwischen Smart und Brabus gibt es natürlich auch ein Sondermodell. Und wie könnte das anders heißen als 15th Anniversary Edition? Den Wagen hier gibt es alternativ mit 90 oder 100 PS aus einem Benzinmotor oder aber mit einem 60 Kilowatt Elektroantrieb. Von außen unterscheidet er sich im Grunde genommen nicht sehr vom normalen Smart Brabus. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die fallen aber nicht weiter auf. Was aber auffällt, ist die Farbe, denn das ist eine sogenannte Monocolor. Das heißt, wir finden diese Farbe am gesamten Auto außen und die gibt es tatsächlich nur für diese Sonderedition. Auch zum allerersten Mal bei einem Smart sind diese Kappen hier auf den Rückspiegeln, die sind nämlich aus Carbon und das macht die nochmal richtig sportlich. Wenn wir dann ins Interieur schauen, dann finden wir innen genau die Farben wie außen, zum Beispiel auch die Farbe dieses Braun vom Dach. Und natürlich auch die Außenfarbe, die normalen Lack. Was mir aber am allerbesten gefällt da drin, das ist der Schaltknauf, denn der hat die Nummer drauf, und zwar die Nummer dieses Autos. So hat damals eigentlich alles angefangen, denn das hier war der erste Smart Brabus, den man kaufen konnte. Das war 2003 und der hatte damals stattliche 70 PS, sah außen ein bisschen nach Brabus aus mit etwas größeren Reifen und natürlich mit den Brabus-Logos. Rund 4 Jahre später, also 2007, gab es das nächste Modell. Das war deutlich stärker, denn dieser hier hat schon über 100 PS und sieht einfach insgesamt auch viel sportlicher aus. Aber es gibt noch ganz andere Brabus-Modelle. In der Geschichte der Smart gab es ein Auto, das hat mich vom ersten Moment an wahnsinnig gereizt. Das war etwas ungewöhnlich, denn das war ein zweisitziger Roadster. Das war damals wirklich ein absoluter Hingucker. Das Auto hätte ich nie kaufen dürfen, denn ich glaube, ich wäre vielleicht rein, aber nie wieder rausgekommen. Aber es gibt von diesem Auto auch ganz besondere Editionen, so wie diese hier zum Beispiel. Die hat 170 PS, das ist ein V6 Biturbo. Was man hier gemacht hat, ist, man hat einfach zwei Smart-Motoren, nämlich zwei Dreizylinder, zu einem V6 zusammengebaut. Und daraus resultiert richtig Leistung und vor allen Dingen extremer Fahrspaß.
man kommt auf so eine Idee, indem man sagt, die Welt brauchte, so hat man damals gesagt, die Welt braucht ein ganz besonderes Stadtauto für die immer zahlreicher werdenden großen Städte und Metropolen. Und dann hat man gesagt, und dieses super, wirklich einmalige Auto kann jetzt noch mehr Premium, noch mehr Exklusivität und vor allem auch immer mehr, noch in mehr Individualisierung gebrauchen. Das war die Idee von Smart Brabus. Und wir sind unwahrscheinlich stolz drauf, weil es war wirklich von Anfang an, kann man sagen, ein großer Erfolg. Und gerade jetzt im letzten Jahr ist es so super erfolgreich geworden. Wir haben im Halbjahr, im ersten Halbjahr 2017 schon mehr verkauft als im erfolgreichsten Volljahr in der gesamten Geschichte. Wir sind sehr stolz auf ein tolles Team. Wir sind sehr stolz auf eine perfekte Zusammenarbeit eines großen Konzerns mit einem mittelständischen, starken, kreativen Unternehmen. Ich glaube, die wichtigsten Schritte waren jeweils wirklich diese Leistungssteigerung über die Generation hinweg. Ein ganz wichtiger Schritt war für uns, einen elektrischen Smart Brabus auch zu machen, der eben dieses fantastische Drehmoment dann noch ein bisschen stärker spürbar macht. Ein ganz großer Schritt war, diese Ländereditionen und überhaupt Editions immer zahlreicher zu machen. Es hat insgesamt 56 Editionen gegeben. Und dann, last but not least, zum Schluss nochmal dieses Tailor-Made-Programm, wo man wirklich aus der Ikone ein Unikat machen kann, wo so viele zahlreiche Autos entstanden sind und ganz viele Menschen so richtig stolz und happy sind mit ihrem ganz individuellen Smart. Ja, Brabus macht auch richtig schnelle Autos und das auch in ganz kleinen. Bernd, wir fahren jetzt hier mit einem besonderen Smart. Was kann der so? Smart Brabus, der kann sehr, sehr viel. Kriegt aus drei Zylindern 0,9 Liter Hubraum ca. 125 PS bei knappen 200 Newtonmeter. Also da geht schon richtig sportlich zur Sache. Wir helfen ein bisschen nach mit Semi-Sticks-Tires. Ja. Aber trotzdem eine sehr schöne Balance. Und hier im Bilstermark kann man das schon richtig schön fliegen lassen. Was sind denn da so die größten Herausforderungen, so einem kleinen Auto diese Strecke zu fahren? Das Schwierigste ist sicherlich in schnellen Kurven nicht das Fahrzeug leicht verlieren, weil durch einen kurzen Radstand reagiert sowas extrem schnell. Da muss man wirklich auf der Hut sein, dass man richtig korrigiert. Aber Fahrwerk ist ausgewogen, von dem her lässt sich sehr angenehm fahren, muss man sagen. Ja, dann würde ich das gerne ausprobieren. Nimmst du dich mit? Ja, klar. Na dann, los. Super. Das war's mit 15 Jahren Smart Brabus von mir. Und jetzt will ich eine Runde Slotcar fahren. Mal schauen, wer von uns beiden hier die Nase vorn hat. Und los geht's.